Und weiter geht's mit einer Analyse zu Digimon Tamers Episode 35, eine schreckliche Digitation. Ja, Wargromon war halt eben zu Megidramon digitiert und es gab dann eben auch einen kleinen Rückblick von der vorigen Folge und hat dann eben, ja, Beelzemon angegriffen. Takato hat halt eben die Wut wieder ein bisschen runtergeschraubt und hat erkannt, ups, das war mein Fehler, sein D-Power zerbricht und ja, dann kommt es eben auch zum Kampf. Interessanterweise ist es so, dass das Gefahrensymbol, was ja eigentlich bei jeder Digitation von Gilmon existiert, weil Megidramon auf einmal anfängt zu leuchten und es hat Auswirkungen auf die Digi-Welt, Auswirkungen auf die reale Welt und ja, Yamaki und seine Assistentinnen sehen das eben halt auch und es ist dann eben doch so, dass sie sich darüber unterhalten und meinen, dass es der digitale Overkill sein könnte und an der Stelle muss ich aber sagen, auch wenn das dramatisch wirkt, genau das ist es auch. Es soll nur dramatisch wirken. Warum hat Gilmons Gefahrensymbol, obwohl Gilmon von Takato nur erfunden wurde, so eine Auswirkung auf die digitale Welt und auf die reale Welt? Warum nur in dieser Form? Warum nicht vorher? Sorry, für mich macht das keinen Sinn und erklärt wird es auch nie. Ich weiß übrigens nicht, ob das in der vorigen Folge war. Wenn ja, dann tut es mir leid, deswegen erwähne ich es jetzt noch. Aber ich glaube, es war in dieser Folge. Es war so, dass Henrys Vater sich ja auch auf den Weg nach Yamaki gemacht hatte und die Mutter hatte dann natürlich gefragt, wie das Wetter zu dieser Zeit in Hongkong sei, weil er ihr eben erzählt hätte, dass Chuchong angeblich bei seinen Eltern sei, aber sie hat das dann gemerkt durch einen schlimmen Traum und so, Intuition halt, dass sie wohl auch in der Digi-Welt ist und sie versteht nicht, warum das eben die Kinder von denen sein müssen und sie weint dann auch, aber der Vater hat keine Zeit, das zu erklären und geht. Schade ist halt, dass die anderen Geschwister von Henry nur durch den Türspalt gucken und nicht zur Mutter hingehen und ein bisschen reden oder so. Aber naja, kann man nicht ändern. Ich finde es aber gut, dass man die Eltern auch nochmal sieht, zumindest erstmal die Mutter von Henry und dass die natürlich auch weint und damit eben auch nicht klarkommt. Weil wir wissen ja, in den anderen Staffeln war das ja immer mehr oder weniger nur, oh mein Gott, mein Kind hat was damit zu tun und fertig. Aber so richtig traurig oder Sorgen gemacht haben sie sich ja relativ wenig, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es ist dann so, dass erstmal Makuramon auftaucht und natürlich mit Beelzemon so ein bisschen rummeckert und sagt, er soll nicht mit ihm kämpfen, weil Megidramon scheint ihn eigentlich ziemlich überlegen zu sein durch die Größe. Eigentlich drückt er ihn ja nur mit seinem Maul nach unten und sabbert und die Sabber ist halt ätzend. Beelzemon fühlt sich durch Makuramon gestört, drückt seinen Kopf halt zusammen und lädt seine Daten. Das finden Henry und Rika bedenklich, weil er nun einen Deva auch geladen hat. Also wollen sie, dass ihre beiden Digimon, weil auch wenn Gilmon Typus Virus hat, sie hätten nie gedacht, dass er so wird und so und sie wollen das Ganze halt unterbinden. Also digitiert Renamon zu Taumon und beziehungsweise Cubimon zu Taumon und die beiden Ultra-Digimon versuchen eben Megidramon und Beelzemon da am Kämpfen zu hindern, was aber eben nicht funktioniert. Weil ja, jetzt passiert eine Sache in dieser Folge, die zwar irgendwie interessant ist, aber meiner Meinung nach auch so plötzlich und nie erwähnt wurde, dass das auch irgendwie funktioniert. Ja, da Beelzemon die Daten von Makuramon geladen hat, kann er seine Attacke einsetzen und bevor Rapidmon und Taomon mit ihren Attacken angreifen, sperrt er sie halt in so eine Kugel ein, sodass die Attacken halt nicht wirken. Ja, und da sagt dann eben Henry auch, ja, Achtung, es hat Makuramon geladen, was heißt, dass es auch über dessen Power verfügt. Und ich finde das irgendwie blöd. Teilweise ist es irgendwie logisch, kann man sagen. Es ist auch irgendwie cool, aber das ist vorher in den ganzen anderen Folgen nie passiert, nie der Fall gewesen, nie irgendwie vorgekommen. Und dass es jetzt auf einmal geht, ist dann so ein bisschen, ja, finde ich irgendwie ein bisschen blöde. Weil wenn etwas einfach da ist, ohne dass man dann vorher was davon gehört hat oder danach, dann ist das immer einfach nur für diese Folge, für diesen Moment, für den Plot einfach. Und ich finde das doof. Mit der Alias-Karte konnten sie ihre Digimon retten. Ob die jetzt so funktioniert hätte, kann ich nicht beurteilen. Hat sie ja. Ich weiß nicht, ob das so logisch ist. Allerdings finde ich das nicht so schlimm. Ich finde eher schlimm, dass, obwohl sie ja zurückdigitieren, Beelzemon trotzdem die Ultra-Power, wie sie im Deutschen sagen, laden konnte, also die Kraft der beiden Ultra-Level. Das finde ich dann auch so ein bisschen komisch, weil eigentlich, wenn sie zurückdigitieren, sind sie eigentlich nicht mehr da. Aber naja. Dadurch tickt Beelzemon da mehr oder weniger ein bisschen ab. Man sieht dann auch so ein bisschen von Rapidmon und Taomon in ihm. Er wird dann so richtig wild, schlägt dann Megidramon ein paar Mal halt richtig so in die Fresse halt. Der lässt dann auch locker und zusätzlich verpasst er ihn so einen richtigen Tritt. Und dann geht vorne eben dieser Brustpanzer mit dem Gefahrensymbol kaputt und Megidramon liegt da rum. Wo ich das Problem habe, ist, Megidramon ist so viel größer und was macht es? Arme benutzen? Nö. Beelzemon nur mit dem Schwanz festhalten und dann einfach versuchen zu fressen. Das ist alles. Ja, und mit einem Schlag ist es dann, beziehungsweise einem Tritt, liegt es einfach auf dem Boden. Also ich hätte von dem Vieh ein bisschen mehr erwartet. Das Gefahrensymbol ist ja damit dann nicht mehr da, also leuchtet es nicht mehr, es besteht keine Gefahr mehr.
Jen ist natürlich immer noch total geschockt wegen Leomon. Katsu will sie ja da wegziehen, aber sie schreit ihn dann an, sie will nicht angefasst werden und so. Ja, Megidramon liegt da rum, Beelzemon wiederum sagt, er hat sie alle besiegt und die Tamer und die Digimon sind dann natürlich total scheiße. Was machen wir jetzt? Und Takato geht dann erstmal zu Megidramon hin. Ich muss sagen, da sieht man dann schon, dass er eigentlich ziemlich mutig ist, weil ja, es ist sein Digimon, aber Megidramon ist so ein riesengroßes Monster und das war ja nun nicht sehr freundlich und trotzdem geht er dahin. Klar ist es bewusstlos, aber es hätte ja wieder aufwachen können. Und ja, er redet dann auch mit ihm, er entschuldigt sich dann auch, was aus ihm geworden ist, dass das seine Schuld ist. Und dann erzählt er ihm so ein bisschen, dass er ein großer Digimon-Fan ist, sich immer einen Digimon gewünscht hat. Ich meine, ehrlich, so als Digimon-Fan, das passt dann irgendwie schon, weil man sich dann so ein bisschen da reinversetzen kann, weil man das ja vielleicht auch irgendwie so, wer hat sich nicht schon mal einen Digimon ausgedacht und gedacht, wäre ja cool, wenn es da wäre. Und bei Takato ist das jetzt so wahr. Und dann sieht man auch so ein paar Rückblickszenen und so und halt, was er schon durchgemacht hat. Aber irgendwie ist er trotz alledem, obwohl sein Wunsch wahr geworden ist, so ein bisschen unzufrieden und sagt, ja, aber Digimon sind nur Daten, so und ja, er kann das irgendwie für sich noch nicht verarbeiten. Ich habe wirklich, bevor ich diese Analyse hier gemacht habe, lange mit meinem Mann darüber geredet, weil ich Takato irgendwie nicht so verstehen konnte. Weil ich halt einfach gedacht habe, ja Junge, wärst du jetzt nur in der Digi-Welt gewesen, könnte ich verstehen, dass du diesen Gedanken hast, Gilmon ist nur ein Digimon, das aus Daten besteht. Da die aber auch viel in der realen Welt gemacht haben, müsste ihm klar sein, dass Gilmon real ist. Aber mein Mann meinte dann eben, weil, naja, nun, Takato ist ein 10 Jahre alter Junge, er meinte dann, ich müsste das so sehen, dass Takato das zwar weiß, das hat er ja zu Henry auch selbst gesagt, aber dass er in dem Punkt trotzdem geschockt ist, weil er gesehen hat, dass Gilmon nur aus diesen einfachen Staubpaketen besteht und das ist ja quasi einfach nur Datenmüll, das sind nur Reste, die niemand braucht und ja, so als Kind kann einen sowas wahrscheinlich einfach schocken und Takato ist gerade dabei, das zu verarbeiten. Weil er weiß, dass Gilmon sein Freund ist und mehr als nur aus einfachen Daten besteht. Aber trotzdem hat er jetzt das erstmal gesehen. Und ja, er hat das vielleicht auch immer verdrängt. Und deswegen, er muss so jetzt mit sich selbst quasi so, sagen wir mal, mit sich selbst kämpfen. Ja, Beelzemon wiederum ist dann irgendwie so der Meinung, dass Takato nur rumjammert und er und sein Digimon sind halt ihm im Weg und er will die jetzt erledigen. Takato selbst sagt auch zu sich, wie kann er nur so undankbar sein und dass es doch egal ist, ob Gilmon aus Daten besteht, denn es ist ja immer noch das Digimon, das er sich ausgedacht hat und sie sind Freunde und sie haben zusammen gespielt, geredet und gelacht. Und ja, Beelzemon greift dann eben Takato an mit Patronentorpedo. Dann wird die Zeit quasi eingefroren, weil für Takato alles jetzt relativ langsam passiert. Ja, klingt natürlich dann im Deutschen und im Japanischen an der Szene komisch, wenn die anderen so rufen, Takato, lauf, ne? Ja, Takato sagt dann, dass Gilmon sein Freund sei. Vorher hat er auch noch so eine Einsicht selbst. Also es sind seine Gedanken, kann man so sagen, auch wenn ich finde, dass es irgendwie sehr lang wirkt. Takato selbst erinnert sich halt irgendwie daran zurück, als er zum Beispiel zu Hause war und Gilmon gezeichnet hat und dass er ihm dann wird ihm auf einmal bewusst, warte mal, Moment, wir sind doch in der Digi-Welt, also bestehe ich im Moment auch nur aus Daten. Richtig. Und dann stellt er auch fest, dass das ja eigentlich auch egal ist, weil ja wichtiger ist, was er mit Gilmon in der realen Welt erlebt hat und dass das alles real war. Und als er dann ganz viele Gilmon sieht, sagt er, dass er das nicht mit sich machen lässt und egal, ob sich seine Daten vervielfältigen können, Gilmon ist einzigartig. Dann rennt er zu ihm hin, symbolisch halt gemeint. Und wie gesagt, dann sagt er halt, dass Gilmon sein Freund ist und Gilmon digitiert dann auch zurück. Und kurz bevor die Schüsse die beiden treffen, kommt ein bisschen so ein paar Daten noch von Megidramon durch und mit dem Schwanz schlägt er die dann eben weg. Die anderen sind halt baff. Beelzemon selbst natürlich auch, aber der will nicht aufgeben. Und dann unterhalten sich Takato und Gilmon und dann wollen sie eben auch zusammenkämpfen. Aber Takato fragt auch, ja, wie sollen sie das denn machen? Und Gilmon, keine Ahnung. Aber wenn sie daran glauben, wird es schon irgendwie klappen. Und da Takato jetzt nicht mehr hinter Gilmon stehen will, also nicht mehr dieses, ich stehe hinter dir und feuere dich an, sondern ich will mit ihm verschmelzen, passiert das eben auch. Logisch, sie sind Daten, es ist sein Wunsch und durch die Digi-Gnome, auch wenn man die jetzt nicht sieht, die sind ja trotzdem immer anwesend, gelingt das eben auch und dann verschmelzen beide. Ich finde auch den Satz gut, ich weiß nicht, ob der im Japanischen auch ist, im Deutschen ist der aber da, mit dem Gilmon, das ist die richtige Digitation auf das Mega-Level. Das mit dem richtig ist ja immer so eine Sache, weil es gibt ja keine richtig falsche Digitation, aber in dem Falle kann man sagen, dadurch, dass Gilmon nicht mehr er selbst war und hier die beiden quasi beide was mit richtig zu tun haben, im positiven Sinne kann man das schon als richtige ansehen. Und ja, es ist schon cool, wie sie verschmelzen und ich weiß, es gibt sehr viele, die die Tamer Matrix Digitation blöd finden. Im Original heißt es ja einfach nur
Gilmon digitiert quasi, also Gilmon entwickelt sich. Da finde ich den Begriff Tamer Matrix Digitation schon cooler, weil sie finden, dass das zu weit geht und zu übertrieben ist. Und ich muss sagen, warum? In der Digi-Welt bestehen die Kinder auch aus Daten, also wäre das theoretisch möglich. Und eigentlich ist es doch cooler als dieses ewige, egal auf welchem Level, ich stehe nur da, Fähnchen schwenk, mach mal, weil da der Tamer ja auch was mitmacht, kann man so sagen. Also es ist irgendwie auch ein bisschen stärker als normales Mega, würde ich so sagen. Naja, dann ist Galantmon da. Ich finde Galantmon trotz alledem richtig cool. Natürlich meine Frage, wie findet ihr Galantmon? Findet ihr ihn cool, nicht so cool? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und er und Beelzemon wollen dann gegeneinander kämpfen, stürzen aufeinander los und bam, die Folge ist beendet. Interessant war nur, dass Rika halt natürlich trotzdem gefragt hat, wo Takato geblieben ist, was ich gut finde. Und ja, man weiß halt, dass in der nächsten Folge die beiden gegeneinander kämpfen werden. Meiner Meinung nach auch eine sehr emotionale, spannende und actionreiche Folge mit einer neuen Digitationsart und dann einem neuen Digimon, Galantmon halt. Und ja, auch definitiv eine der besseren und spannenderen Tamers-Folgen, die es eben gibt.